Ah, guck mal, da hinten wäre noch eine andere Blume gewesen. Na, schade. So eine Punk-Frisur. Auch sehr geil. Oh, wir können hier von Fass zu Fass springen. So, jetzt möchte ich erstmal ganz in Ruhe gucken. Guck mal da oben. Ja. Ja, Mann. Also, ich glaube mal, die Programmierer sind auch lernfähig anscheinend. Also, finde ich super. Wenn die es jetzt hier wirklich so gemacht haben, dass es halt auch so eine Möglichkeiten gibt, immer wieder denselben Flusslauf zu fahren, so dass man halt auch, wenn man mal kurz mal was verpasst hat, dass man das nicht immer und immer wieder neu machen muss, ja. Easy, haben wir 3 von 5. Da haben sich wahrscheinlich einige, wirklich einige beschwert gehabt. Dass die hier ständig diese Mission neu starten mussten. Ah. Ach, doch, habe ich noch gekriegt. Super. Ich wäre nämlich auch einer gewesen, aber ich bin halt nicht so ein Beschwerdekönig. Ich äußere die immer nur, aber ich trage sie nicht an dem, der es verzapft hat. Weil ich da immer viel zu faul für bin. Hier, komm. Okay, da. Yay, ein weiteres Minikit haben wir. So. Haben wir 5, 4. Wir sind sogar schneller als die Pfeile fliegen. Das ist unglaublich. So, ja, ich habe gesehen, da war auch einer. Auf der rechten Seite. Oh, hier links. Zack, letzter war das. Yes, haben wir. Boah, ein Headshot auch noch. Das Gift ist in seinem Blut. Und bald erstickt er daran. Frauen. Das ist nicht unser Kampf. Es ist unser Kampf. Wann ließen wir zu, dass das Böse stärker wird als wir? Ja. Genau. So, was haben wir? Den Verliesen entkommen. Ja, super. Ich dachte, das ist jetzt die Fasskeilerei oder so. Bombur-Fass. Yeah, jetzt haben wir Bombur im Fass freigeschalten. Da freue ich mich aber echt drüber. Oh. Naja, das sind jetzt hier wahrscheinlich die ganzen Orks. Sie haben hier dann Tauriel. Tauriel. Haben wir Tauriel? Ne, doch, Tauriel haben wir. Dann hier aber hier der Vater von Legolas. Den haben wir dann wahrscheinlich auch da noch zum Kauf verfügbar. Und dann halt die ganzen Wachen. Ja, 75%, das ist nichts, ist das. So, und was haben wir jetzt hier beim Minikit? Oh, guck mal, was könnten das werden? Das wird die Brücke. Sage ich euch, das wird die Brücke. Ja, Ereignisse in Mittelerde. Eine. Zwei. Zwei Sachen. Und ein Block haben wir dazu bekommen. Yay! Ich glaube, wir haben die Orks abgehängt. Alle zum Ufer!
Moin, wo hast du die bloß her? Mach das nochmal und ihr seid tot. Verzeihung, aber ihr seid wohl aus der Seestadt. Dieser Kahn, den ihr da habt, der wäre nicht zufälligerweise zu mieten? Wir brauchen Essen, Vorräte, Waffen. Könnt ihr uns helfen? Ihr braucht die Erlaubnis des Bürgermeisters, um in die Seestadt zu kommen. Ich wette, in die Stadt kommt man irgendwie auch ungesehen. Ja, aber dafür bräuchtet ihr einen Schmuggler. Und dem bezahlen wir das Doppelte. Ja, sehr schön. Da sind wir hier, Schmuggler. Das ist Bart. Bart, war das Bart? Oder Bart war das, glaube ich. Bart, der Schmuggler. Beziehungsweise, das ist eigentlich einer der Bogenschützen gewesen. So, halt ein ziemlich verbissener Kerl. Verbitterter Kerl, kann man auch meinen, aber nun gut. Dazu werden wir aber auch dann gleich noch ein bisschen mehr erfahren, hoffe ich. Die Seestadt, da sind wir. Bist du das, Bart? Ja. Tut mir leid, der Weg in die Stadt muss frei bleiben. Wir warten auf ein Fischerboot. Wenn du also keinen Fisch in den Fässern da hast, wirst du leider warten müssen. So, was soll ich jetzt hier machen? Soll ich jetzt ein bisschen rumfischen oder was? Ach Gott, jetzt soll ich da das... Jetzt soll ich da den Fisch reinschaufeln. Oh. Alter. Also das Handling von diesem komischen Kahn ist wirklich sehr fragwürdig. Oh Gott, ey. Ja, komm. Okay. Aber ich glaube, das war ganz wie in wie im Film. Da hat er es nämlich auch gemacht gehabt. Huch. Gib mir die Schaufel, verdammt. Jetzt möchte ich mal gucken. Oh, jetzt möchte ich mal gucken. Was hat denn der hier für eine Möglichkeit? Ach so, der kann bloß auf das Schatzgepäck zurückgreifen. Ich wollte nämlich gerne mal wissen, was der für Gepäck noch hat. So. Das kannst du aber auch ein bisschen besser machen, Bart, ja. Also, da geht ja die Hälfte daneben. Ich weiß, es ist jetzt... Alter, willst du mich verarschen? Bart. Ich drücke Y und wenn du es nicht geschissen bekommst, dann tut's mir leid. So. Oh Gott, jetzt haben wir hier ein paar Fische reingeladen und jetzt müsste der uns durchlassen, rein theoretisch. Aber die Zwerge stinken danach Fisch. Pfui Teufel, sage ich euch. Pfui Teufel. Ist das der Fisch, auf den wir warten? Hervorragend! Öffne das Tor! Öffne das Tor! Ja, danke schön! Die entwaffnete Gemeinschaft konnte in die Stadt schleichen und muss sich nach der Gefangenschaft bei den Elben neu ausrüsten. Ach, wie geil. Da hinten rudert ein Schweinchen. Was ist da los? Vater, da bist du ja. Ich war so in Sorge. Rein, hol sie herein. Hier. Sind die durchs Klo reingekommen? Pfui Teufel. Ihr habt unser Geld genommen. Wo sind die Waffen? Wir haben euch für Waffen bezahlt. Aus Eisen geschmiedete Schwerter und Äxte. Man findet nichts Besseres außerhalb der Waffenkammer der Stadt. Alle geschmiedeten Waffen sind dort unter Verschluss. Yes, Baby, die holen wir uns.
Alter, was... Ah, okay. Ich dachte jetzt gerade, was ist das für ein Himmelfahrtskommando, wenn man Bombur mitnimmt, ja? Also, der ist ja total, also den, das fällt überhaupt gar nicht auf, wenn der mit dabei ist. So, jetzt weiß ich gar nicht. Haben wir Thorin auch mit bei? Nö, Thorin haben wir nicht mit bei. Wir haben mit bei... Aber der hat hier seinen Hammer beibehalten, ne? Der hat einen ähnlichen Hammer. So, jetzt frage ich mich... Was macht denn hier schon diese Geräusche? Hier macht doch irgendwas, diese komischen, merkwürdigen Geräusche. Naja, ist ja auch egal. So, auf jeden Fall können wir hier gleich mit den guten Gefolge wieder Gewehrspalier stehen. So. Jetzt schaffst du es auch, oder? Dvalin, du kriegst das hin. Schwarzer Pfeil, von einer Windlanze abgeschossen, kann die Haut des Drachen durchdringen. Der Tag, an dem Smaug Tal zerstörte. Hätte er damals sein Ziel nicht verfehlt, wäre vieles anders gekommen. Jetzt kommt wieder so ein Vietnam-Flashback. Sobald wir die Waffen haben, brechen wir sofort zum Berg auf. Oh, ich hab jetzt eigentlich damit gerechnet, dass wir jetzt so ein Vietnam-Flashback bekommen. Beziehungsweise, dass Thorin so ein Vietnam-Flashback bekommt, wie er es verkackt hatte. Mit der Windlanze dort den Drachen zu treffen. So. Und das mit dem schwarzen Pfeil. Ja, wie soll ich sagen? Das ist, ja, fehlerhaft. Ich möchte das einfach nur erklärt wissen, ja, dass ich euch das gesagt habe, wie es im Buch abläuft. Im Buch war es nämlich wie folgt. Die Leute wussten nicht, ob man einen Drachen überhaupt töten kann. Ja, also, das stand überhaupt gar nicht fest. Das, ja, die haben gesagt, okay, Drache, schön und gut. Ein Wesen, was nicht bezwungen werden kann. So, und somit hatten sie eigentlich schon alle Hoffnungen weg. Bis auf einen. Also die hatten einfach keine Hoffnung mehr, bis auf einen, und das war halt dieser Bart, den wir jetzt gerade schon kennengelernt hatten. So, und der war halt ein Meisterbogenschütze, der unter anderem auch, ach guck mal, der hat das verfluchte Bein. Der hatte halt dieses, ja wie soll ich sagen. Der war halt ein Meisterbogenschütze, weil er unter anderem auch Jäger ist. Und ja, der hatte halt dann sich einen Großbogen genommen gehabt und hatte halt einen Familienpfeil. Der war zufällig schwarz. Der war halt schwarz und ja, den hat er dann halt genommen, weil er mit diesem Pfeil immer seine Beute erlegt hatte. Und dann war er in der Hoffnung, dass er mit diesem Pfeil auch den Drachen treffen könnte und ja... So ist das nämlich dann passiert und nicht hier von wegen, ja, mit der Zwergenwindlanze, Mama. Okay, hier, das Ding. So, als nächstes kommt die Plattform. Dann, okay, warte. Ach, den Katapult bauen wir wieder. Dann hier das lange. So, und dann das kurze. Und dann das noch kürzere. Jetzt müssten wir es haben. Oh ne, den Korb. Dann das Ding. Und dann das Ding. Oh Gott, war das knapp. Jetzt haben wir es aber. Ja, Mann, 20.000 Stutz, Baby. Haben wir. Okay, also wir können jetzt hier einen raufwerfen. Okay, das hätten wir.
Jetzt könnten wir... Ich glaube, wir brauchen dafür Dwali nochmal. Der kommt aber auch jederzeit da hoch. So. Ja, geht doch. Ja. Okay. Yes, baby! Yes! Let's get ready to flame! So. Okay, haben wir da ein bisschen Feuer gelegt. Jetzt haben wir hier auch die Fackelmöglichkeit und... Ha! Der Fackelträger ist unterwegs! Ha! Sollen wir noch hier erst mal alles kaputt machen, was geht. Aber ich sag mal, die Waffenkammer ist jetzt nicht so pralle. Wenn das die gesamten Waffen sind, dann bin ich aber ziemlich traurig drum. Also wir haben ein Schwert. Wow. Ein Schwert, naja. Ein Schwert ist nicht verkehrt. Und weiter geht's. So, das Ding können wir hier auch mal drehen. Ja, aber... Also, ich sag mal, da hatte der... Da hatte der gute Thorin schon so ein Vietnam-Flashback und hat so gesagt, aha, das ist eine Dingens hier, eine Windlanze. Da machen wir sie auf einmal kaputt, ja. Das ist eigentlich die einzige Möglichkeit noch gewesen, die man so gesehen hätte, den Drachen zu bezwingen. Ich weiß nicht, ob Thorin die vielleicht sogar schon so in gesonnen hatte, ersehen hatte, von wegen, ach ja, guck mal. Da kann ich das Ding noch gleich nutzen, um einfach... Kann ich das Ding noch nutzen? Sollte Smaug dann auch irgendwo pennen, dann kann ich dem einfach eiskalt ins Herz schießen. Beziehungsweise auf ihn einfach drauf schießen. So, mich verwundert es, dass der hier seine Steinschleuder hatte. Oh yes, Mann, jetzt haben wir ein Schild. Ja, in der Stadt gibt es keine Waffen. Sehr gut. Ui. Okay, da brauchen wir etwas Geileres. So, und hier brauchen wir... Ich glaube nicht, dass wir noch einen Morgenstern bekommen. Keine Ahnung, wie wir das Ding da mit dem hier interagieren sollen. Oder hast du einen Morgenstern? Ach, der hat einen Morgenstern. Naja, danke. Das hätte man ja auch mal eher wissen können. So, dann gehe ich doch gleich nochmal da nach oben. Ich glaube, da war doch noch ein Schatz. Ach ne, da war der Bogen. Ach so. Yes! And my bow! So. Oh, guck mal, da oben, da ist der Plan. Ach, schade. Ich habe keine Ahnung, wie man da rankommt. Ich weiß bloß, dass man hier lang kraxeln kann. Und dass der jetzt hier nochmal lang schießt. So, warte mal. Warte. Ich überlege gerade. Oh, hier. Guck mal, die Leiter kannst du auch noch ausfahren.
Kannst du hier auch noch was machen? Nee, damit kannst du nichts machen. Ich frage mich echt jetzt, wie soll man denn da nach oben kommen? Ja, okay, hier, Gandalf muss das Ding aufmachen, das ist klar. Würde ich jetzt einfach mal so behaupten. Ach, guck mal. Damit hängt das zusammen. Dann Scheiße, ich dachte, ich kann jetzt hier mal ein bisschen. Bisschen rum experimentieren, mit dem da hochzukraxeln, aber schade, leider geht das nicht. Gut, dann holen wir uns da halt noch das Schwertchen und dann. Ja. Dann müsste ja eigentlich die nächste Videofrequenz starten. Ach, das wäre vielleicht unser erster Plan gewesen. Was ist denn das für eine hässliche Waffe? Was ist das für ein Aufruhr? Wir haben sie geschnappt, als sie Waffen stehlen wollten, Herr. Wir sind die Zwerge Erebors. Und wir sind gekommen, unsere Heimat zurückzufordern. Tod! Das werdet ihr über uns bringen. Habt ihr vergessen, was mit Tal geschehen ist? Und vergessen wir auch nicht. Es war Girion, der Fürst von Tal. Euer Ahnherr, der die Bestie zu erlegen versäumt hat. Girion löste eine Schuppe unter dem linken Flügel. Noch ein Fein und er hätte die Bestie getötet. Das ist ein Kindermärchen, Kleiner. Wollt ihr teilhaben an dem großen Reichtum unseres Volkes? Was sagt ihr? Ich sage es euch. Willkommen, König unter dem Berge! Möge eure Rückkehr allen Glück bescheren! Du nicht. Komm nach, wie du gesagt bist. Ich bleibe bei dem Jungen. Ja, geil. Kili ist krank. Nein, von Zwergen habe ich genug. Verschwindet! Ich brauche Kräuter. Habt ihr kein Königskraut? Nein, das ist Unkraut. Damit füttern wir die Schweine. Genau.